Werte Patienten und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Overlord. Ich habe ja im letzten Part angekündigt, dass ich mir ein wenig Armee zusammengestellt habe und das habe ich mir auch gemacht. Ich habe mir eine Menge Braunenergie geholt, nicht so mega viel Rote, ein bisschen was an Blau. Ihr werdet ja gleich sehen hier. Ihr seht, da haben wir Blau, haben wir ein bisschen was. Oh, Rot habe ich gar nichts. Das ist natürlich weniger schlau. Ich dachte, ich hätte mir auch Rote geholt. Ja, das können wir noch schnell nachholen, denn wir wissen ja, es gibt auch ein wenig rote Energie nicht unweit von hier. Mit nicht unweit meine ich... Was meine ich denn eigentlich mit nicht unweit? Irgendwo in der Richtung, würde ich mal sagen. Na, wo komme ich denn hier jetzt sinnvoll lang? So. Hier irgendwo. Konnte ich doch runter. Ich habe zumindest mit Absicht keine so große Armee mitgenommen. Und da kommt jetzt auch nicht, das hier kaputt zu machen, fällt mir gerade ein. Und ich mache das Spiel für mich mal ein wenig leiser. Ah, halt hier nicht. Hier. So, ist denke ich mal okay. So. Jetzt können wir hier weitergehen und... Hier irgendwo waren doch die Feuerkäfer. Doch die kann ich nämlich nicht in der Arena holen. Denn daran würden wir nur jämmerlich verrecken. Weil es dann wieder so sehr viele werden, wie bei den Smaragdkäfern. Und das will ich ja nicht, das bringt mir ja auch nichts. Daher suchen wir jetzt, hier irgendwo waren noch die Feuerviecher. Ah, ich so normale. Ah, kann man dann gleich machen. Gehen wir mal hier unten lang. Die Hoffnung hier irgendwas Wichtiges. Sind wir hier schon was Neuem auf der Spur? Können wir hier im Moment... Lassen wir die blau, die roten Rast mal roten sein. Jungs, da rein. Ich hole mir ein paar blaue raus. So. Hier lang geht's ja nicht, ne? Geht es denn hier lang? Ja. Und die Frage, was bringt es mir jetzt hier lang weiterzugehen? Ob ich damit jetzt wirklich an einen Ort komme, an dem ich noch nicht war, das wage ich hier zu bezweifeln. Aber wir können uns ja mal umsehen. Ja, das können wir auch schon alles. Eigentlich bin ich auch hier, um rote Energie zu holen. Aber vielleicht gibt es hier noch irgendwo was Wichtiges für Himmelsch... Ne, das sind alles nur... Okay. Nee, hier geht's nicht lang. Das ist zwar schön viel Geld und so, aber... Im Moment geht es mir einzig und allein... Darum im Spiel weiter mal storytechnisch ein bisschen weiterzukommen. Deswegen werden wir uns jetzt auch auf die Roten konzentrieren werden. Und alle rein. Sehr gut. Die wir nicht hier bekommen. Sondern... Indem wir... Hier lang... Irgendwie gehen... Hoffe ich, bald demnächst mal was Brauchbares finden. Da sind die Feuerviecher, genau das meine ich doch. Jetzt
ernsthaft? Die einzigen scheiß Feuerviecher sind dort oben? Ist das euer verdammter Ernst? Das heißt, ich muss mir doch nochmal Leute holen. Auch nicht mehr zwingend viel von der Feuerenergie, das ist es ja. Ich denke mal, einmal durch die Feuerwälder gerannt. Ich dachte, das hätte ich schon gemacht. Muss man dazu sagen. Würde ja schon reichen. Aber dem ist halt nicht so. Gut, da ich damit jetzt aber nicht die Zeit des Let's Plays verschwenden will, mache ich einen kurzen Cut und wir sehen uns wieder, wenn ich ein bisschen rote Energie geholt habe. Und da sind wir wieder. Ja, ich habe mir zumindest genau zwei rote geholt. Ich weiß, eine atemberaubende Armee. Da wird der Feind uns nichts entgegen. Aber wir haben ja zum Glück von dem Rest auch ein bisschen was, ne? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, den Rest jetzt in braunen. Wir suchen jetzt immer die Wege gründlich ab. Und gründlich meine ich auch gründlich. Ich will jetzt nämlich endlich in Himmelsspitze mal weiterkommen. Oh, das scheint nach da links. Da scheint es weiter zu gehen. Diesen Weg vorher nie genommen. Oh nein, weil man das so dieser scheiß Sukubus-Mist, ne? Ja, ja, genau. Während ihr hier euren Spaß habt, Jungs, erledige ich den Kerl hier. Ich hör grad auch auf, das war gar kein Kommandant. Scheiße. Das sind wenigstens noch alle. Nee. Die Sukubus-Sache machen wir noch nicht. Die endet nämlich meist für uns weniger gut. Das sind nämlich volle drei Sukubus und die waren echt gefährlich. Die Ladies. Also wenn jetzt mal die Roten nehmen und uns ein wenig hier durch Himmelstadt durcharbeiten. Anscheinend ist das Armenviertel noch stark befallen. Dahinter stecken bestimmt die Priester. Das kann durchaus sein, muss aber nicht. Hier ist Feind. Feind ist meist die richtige Richtung. Vermutlich, dass es irgendwo da nach unten geht. Dem stelle ich mich mal. Und gute Nacht. Jetzt ist er tot, okay. Hätte ich gesagt, hier nach unten wollte ich mal mich umgucken. Springen wir uns hier mal durch. Hier ist echt nur ein geheimer Ort, oder was? Sieht ganz so aus. Naja, also ich meine, da hinten war die. Ich will nicht wieder so in den Zugbusse, verlieren wir doch wieder so viele gute Leute. Besonders haben wir ja, also wir haben von allem relativ okay, aber gerade so bei den Roten ist es eng. Egal, wir probieren jetzt mal einen Angriff auf die Sukubus. Wir werden uns die einzeln krallen, würde ich mal sagen. Erstmal möchte ich, dass ich hier bitte irgendeiner von euch danke, aufrüstet. Oder wir gehen erstmal da lang, denn da ist noch Feind. Welcher von diesen Idioten war denn so dumm und ist ins Feuer gegangen? Alle hergekommen jetzt. So, was geht denn hier ab?
Vielen, vielen Dank. Wir sind sehr beeindruckt. Besonders, wie ihr sie alle getötet habt. Glaub, hier sind wir richtig. Geworden seid. Jetzt haben wir ein wenig Spaß. Was? Moment mal, was? Auf sie. Gemeinschaftlichen Gebrüll auf sie. Oh, Jungs, was macht ihr denn? Ja, ihr Rot, macht doch mal das Feuer da weg. Nein, herkommen. Und hier das Feuer wegmachen, habe ich gesagt. Da sitze ich mal sogar auf ein weniger in Zukunft. So. 1, 2, 3, 4. Und den Rest bitte in braunen. So, jetzt müssen wir logischerweise ja hier weiter. Ach, da, die werden sich wahrscheinlich gleich alle verwandeln. Wir machen sie vorher fertig, bevor sie sich verwandeln. Sehr schön. Himmlische Freuden. Ah, wir sind, das ist die Taverne, die angesprochen wurde. Ah, wir sind vorangekommen. Hat ja auch eine halbe Ewigkeit gedauert. Da draußen herrscht vielleicht die Hölle, aber wir servieren noch immer kalte Getränke. Unser Bier bringt euch himmlische Dann Angriff. Freude. Und auch sonst werden wir aus, auf die, ups, auf die hier mit Gebrüll, ne? Lass keinen am Leben. Oh, da ist er mitten im Satz verstorben. Los, jetzt macht sie alle fertig, allesamt. Ihr darf nicht mehr auf den Beinen stehen, wenn wir fertig sind. Okay, dann hier geht's zurück. Das wollen wir ja nicht. Wo ist es das? Okay. Was geht denn bei dem falsch? Und wer ist das? So many questions. And I will ein paar answers. Ja, erstmal hier lang, Jungs. Ja, sehr schön. Ihre Kampfkraft steigt gerade mal wieder. Wer zum Teufel bist du? Ich würde sagen, er sieht so ein bisschen aus wie einer vom Orden der Stille, bloß in Rot, ne? Oh je, meine Lieblingsart von Feinden, Rattlinge. Ein Rattling, wer ist denn die Viecher denn? Jetzt auf sie! Weißt du, das ist ein ewiger Schwall? Achso, und dann hört es ja irgendwo nochmal auf. Ja gut, das hört doch auf. Nein, belebt doch den anderen Blauen wieder. Naja, gut. Armee aufgestockt. Das wäre wahrscheinlich mit Roten besser gegangen. Ich denke, ich gehe zuerst links lang. Nein! Was macht das denn der einzige Blaue? Das war ja jetzt. Eher semi geplant, so. So,
So, los, Jungs. Mach mal das Tor auf, komm zurück. Nein, wir schlagen nicht einfach wild drauf, dass wir schon. Das meinen wir nicht. Okay, wir schlagen wild auf die Tür ein. Wo zum Teufel bin ich hier? Der atmet aber komisch, der Mann. Nein. Verdammt, die können sich verteidigen. Gut, dass sie es nicht allzu sonderlich gut können. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie sich auf einmal wehren. Und machen das nach dem simplen eins nach dem anderen Prinzip. Macht doch erstmal das Tor hier auf, Jungs. Was zum Teufel? Moment, was zum Teufel ist das für ein Ort? Wieso hat die da gerade Spielverderber gesagt? Was ging da ab? Ich sollte warten, bevor ich wild drauf losschlachte. Weiß nicht, was das macht. Ob das die Anzahl der Schergen erhöht, das ist nicht unwahrscheinlich. Dit. Sind denn die restlichen fünf? Achso, ja klar. Die schaffen gerade das Schergenobjekt hier hinweg. Was sie dahin schaffen, okay. Was bringt das? Oh, jetzt sind wir schon bei 30. Das werden dann langsam eine ansehnliche Anzahl an Armee. So langsam, sicher kann man von einem Trupp sprechen, denke ich mal. 30 Mann, 30 Mann sind mehr als... Oh, hier ist ja was. Ja, noch ein bisschen reinschicken. Gut, da scheint nichts mehr zu sein. Wollt ihr mich verarschen? Da drin ist doch noch was. Na gut, jetzt ist es halt noch da, aber man kann es halt nicht mehr holen. Hm. Eher unpraktisch. So, erstmal noch das hier kaputt machen. Jetzt ist hier noch eine Waffe oder sowas drin. Leute. Wie wär's, wenn ihr die Waffe, die dort liegt, aufnehmt? Irgendeiner von euch, da liegt eine Waffe, nehmt sie euch doch. Das wollte ich eigentlich nicht. Warum holen die sich nicht die Waffe? Hm? Zurück. Oh, die greifen gleich an? Okay. Dann machen wir sie auch gleich fertig. Was zum Teufel geht hier ab? Jetzt mal ernsthaft. Was ist das für ein kranker, kranker Ort? Ich weiß nicht, ob ich meine Schergen hier hinschicken sollte. Ob sie dafür vielleicht nicht noch ein bisschen zu jung sind. Ah ja, erstmal alle. Ach so. Sehe ich den von hier auch? Nein, da muss ich sie halt so hier durchschicken. Gut, sehr, sehr schön, Jungs. Na, was genau hat das? Achso, das hat das Ding draußen. Ah. Alle bei mir? Was hat das hier bewegt? Alles klar. Und jetzt komme ich hier weiter. Okay. Gut, dann das hier alles kaputt machen. Was zum Teufel? Was haben die jetzt auf? Haben die das echt so... Oh, Moment. Guck mich mal bitte an. Das sieht nicht gesund aus. Hm. Niemand darf Ihre Majestät stören, wenn sie bei Fürst Ferdinand ist. Was zum Teufel ist das hier für ein Ort? Ist also
Ah. Hier geht's um Succubus. Ah. Ey, Jungs, wir bleiben mal hier. Ah. Noch mehr Feind? Dann machen wir erstmal den Feind, der jetzt hier erwartet, tot. So, hier rein. Aber was uns hinter der Tür genau erwartet? Erstmal erledigen wir die natürlich noch. Oh, verdammt, ich glaube, ich brauche rote. Och, da sind die. Wo kommen denn die vier roten her? Na egal. Wo die herkommen, wo sie hingehen, das alles erfahren wir in der nächsten Folge. Oh, verdammt, hier sind noch mehr von denen. Darum kommen wir zu meiner nächsten Folge. Bis dahin, euer Professor Creep vom Asylum of